Joachim Wallenhorst. Willy Lemke, wie gehört, war natürlich ein profunder Kenner der Materie. Mhm. Allerdings erst der letzten 20 Jahre vor seiner Demission. Jetzt ist er ja Senator. Werder Bremen ist aber 100 geworden. Das heißt, es fehlt ja noch eine ganze Menge. Und eine Ausstellung lebt auch letztendlich von Objekten, die vorgezeigt werden können. Mhm. Was muss man sich da vorstellen? Horst Höttges Eisenfuß, den können wir, glaube ich, nicht sehen. Den hat er ja noch an. Was genau konnten Sie und können Sie da präsentieren? Also die Schwierigkeit bei so einer Ausstellung zum Thema Sport ist immer die, wenn man mal vergleicht das Ganze mit einer Ausstellung zum Thema Autos. Da brauche ich nur ein Auto hinzustellen und die Ausstellung ist im Grunde schon fertig. Mhm. Beim Sport ist es so, wenn das Spiel abgepfiffen ist, ist es vorbei. Und es gibt nicht das Objekt selber, wenn man so will. Es gibt immer Bilder und Material rundum zu. Aber das ist nicht eine Einschränkung. Also wenn man zum Beispiel sieht, in der Geschäftsstelle, wo Willy Lemke arbeitet. Jetzt kommen wir zu den Relikten. Ja, genau. So sah die Verwaltungsarbeit 1900, im Januar 1900 aus. Das ist 100 Jahre alt. 100 Jahre alt. Das ist der erste Entwurf für eine Satzung, die der Verein sich geben wollte. Noch handschriftlich, ja. Mit Buntstift korrigiert und so. Das ist das, was heute die Geschäftsstelle macht, mit Computern und so weiter. Könnte ich gar nicht mehr lesen, sondern altdeutsch. Ja, also ich musste auch üben, bis ich das konnte. Oder wenn man heute die grün-weiße Nacht sieht. Werder hat in den ersten Jahren immer sogenannte Stiftungsfeste gefeiert. Ja. Und da, das waren Feiern in einem Lokal. Also praktisch 10 Jahre lang SV Werder Bremen. Genau, und da wurden dann solche Hefte immer verfasst, die randvoll gesteckt sind mit unglaublich witzigen Zeichnungen und Zitaten und was weiß ich. Also wirklich. Also Werder Bremen hat seinerzeit die Pressearbeit auch noch selber erledigt, wo Otto sich denn ja vehement gegen gewehrt hat. Ja. Satire war damals schon. Ja. Also wenn man gerade solche Sachen geben, unheimlich guten Einblick in das, was die Leute damals im Verein gemacht haben. Und sowas wie Ulk und Spaß an der Sache war also ganz groß dabei. Das kann man deutlich sehen.